Tobias, das ist ja interessant. Also so ein optimistischer Robert Habeck, dass Europa gemeinsam Seite an Seite steht. Aber wir hören doch schon, Spanien, Portugal, Ungarn, die Slowakei, die sagen, nee, wir machen da nicht mit, wir sehen das überhaupt nicht ein. Also wo stehen wir im Moment? Ist diese Geschlossenheit tatsächlich gegeben? Ja, diese Geschlossenheit, dieser Optimismus vor den Sitzungen, das gehört natürlich auch zum Spiel, um schon mal den Ton zu setzen für die Verhandlungen, die dann stattfinden. Wir haben die letzten Tage hier in Brüssel gesehen, dass intensiv verhandelt wurde, gerade weil es so viele Gegenstimmen, so viel Kritik an dem Vorschlag der Kommission gab. Am Mittwochabend haben die Botschafter sich zusammengesetzt, am Donnerstag gab es eine Gruppe, am Freitag bis in den Abend wurde verhandelt zwischen den Botschaftern der EU-Länder. Am Wochenende wurden neue Pläne geschrieben. Gestern kamen die EU-Botschafter nochmal zusammen, der eigenen Mitgliedsländer, um zu schauen, wie man einen gemeinsamen Nenner finden kann. Und heute geht es um eine politische Entscheidung. Das heißt, hier im EU-Sprech, die Minister müssten die wichtigsten, die kritischsten Punkte jetzt noch klären. Es wird noch gar nicht ein fertiger Text, eine fertige Verordnung verabschiedet, sondern es geht darum, dass jetzt noch die kniffligsten Punkte gelöst werden müssen, um diesen gordischen Knoten zu lösen. Tobias, diesen gordischen Knoten, den du angesprochen hast, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Kommission dann doch eine Niederlage einstecken musste, weil nicht sie kann zum Beispiel diese Notfallmaßnahmen anordnen, wenn es also zu einem noch größeren Gasengpass kommt, sondern dann müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden, das heißt also der Europäische Rat? Ganz genau, das war aber wirklich ein Punkt, wo sich die Mitgliedstaaten fast komplett einig waren, dass sie der Kommission diese Kompetenzen nicht geben wollen. Wir können verstehen, warum die Kommission das wollte. Wenn wir uns überlegen, dass im Falle eines Mismatches von Angebot und Nachfrage von Gas dann wiederum die Mitgliedstaaten sich einigen müssen, zumindest auf eine qualifizierte Mehrheit, um die Zwangssparmaßnahmen durchzusetzen, kann man sich vorstellen, dass es dann wieder Streitereien geben könnte, wieder Verhandlungen, dass es dann wieder nicht gleich funktionieren würde. Da macht es aus Sinn der Kommission schon Sinn zu sagen, dann soll die Kommission das vorgeben und in Rücksprache mit den Mitgliedstaaten und das dann vorschreiben. Aber das haben die Mitgliedstaaten unisono nicht akzeptiert. Das war der Punkt in dem Vorschlag der Behörde, der von praktisch allen kritisiert wurde. Und jetzt sieht es so aus, dass die Kommission das vorschlagen kann, aber nur, wenn 5 Mitgliedstaaten sie dazu auffordern. Und dann müssen die Mitgliedstaaten dem Ganzen zustimmen. Die haben das letzte Sagen. Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, sollen es eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten sein. Das heißt, 15 Staaten, die 65% der Bevölkerung der EU repräsentieren. Wir haben es ja immer wieder gehört, auch von Ursula von der Leyen und der Vorwurf und natürlich auch die Maßgabe, Wladimir Putin setzt das Gas inzwischen als Waffe ein. Aber diese Geschlossenheit, sehen das wirklich alle 27 EU-Staaten so, dass Putin den hybriden Krieg gegen den Westen führt? Also wenn ich mir zum Beispiel Ungarn anschaue, die haben jetzt gerade wieder für hunderte Millionen ihre Gasspeicher erstmal mit russischem Gas vollgemacht. Gut, das ist eine gute Frage. Die Ungarn sind nun einmal habituelle Blockierer. Die kann man in der ganzen Diskussion eigentlich gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Grundsätzlich scheint es aber zwischen den EU-Staaten eine sehr, sehr große Solidarität zu geben. Und es gibt auch die Wahrnehmung, dass die EU heute geschlossen auftreten muss, auch um ein Zeichen zu setzen gegenüber Russland auf der globalen Ebene. In den vergangenen Tagen haben russische Medien immer schon wieder berichtet, dass der Plan scheitern könnte, dass die EU sich nicht zusammenraufen kann, dass die EU so total zerstritten ist. Und da sind sich, glaube ich, alle Mitgliedstaaten, bis auf wenige Ausnahmen, einig, dass die EU ein geschlossenes Bild abgeben muss heute und dass man sich jetzt auf der Sitzung, jetzt gerade beginnt, zusammenraufen muss, um Einigkeit und Solidarität zu zeigen. Tobias, danke für deine Einordnungen nach Brüssel. Du wirst dieses Treffen natürlich der Energieminister der Europäischen Union für uns intensiv beobachten. Danke für das Gespräch.